keine Entgeltpunkte für Zeiten nach Beginn der Erwerbsminderung im Rentenbescheid. Ist das korrekt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Oft wird uns folgende Frage gestellt: Warum wird das Krankengeld, das Arbeitslosengeld oder sogar Beitragszeiten nach Beginn der Erwerbsminderung nicht mehr im Versicherungsverlauf der bewilligten Rente wegen Erwerbsminderung erfasst? Also die Versicherten bekommen Rentenbescheid und da steht dann eben eine bestimmte Rentenhöhe drin und dann gucken die in den Versicherungsverlauf hinten rein und stellen fest, Mensch, da fehlen ja Zeiten, die ich ab Beginn meiner festgestellten Erwerbsminderung ja eigentlich noch hatte. Das betrifft oft die Fälle, wenn Erwerbsminderungsrenten rückwirkend von der Rentenversicherung festgestellt werden. Und dann kommt noch die nächste Frage. Dafür steht ja dann eine Zurechnungszeit, zum Teil für viele Kalendermonate eingetragen. Ist das korrekt? So. Und im Grundsatz kann ich Folgendes sagen. Ja, es ist richtig, dass ab Beginn der festgestellten Erwerbsminderung weitere Verdienstzeiten, Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber oder Krankengeld oder Arbeitslosengeld 1 nicht in die Rentenberechnung mit einberechnet werden. Die Erwerbsminderung wird immer durch die deutsche Rentenversicherung festgestellt und zwar mit einem bestimmten Datum. Und das ist der Tag des Eintritts der Erwerbsminderung. Und ab diesem Tag fällt de facto bei der Rentenberechnung diese normalen Beitragszeiten einfach weg. Und der Grund liegt im Gesetz, wie immer. Und zwar sagt der § 75 SGB VI grob Folgendes: Für Zeiten nach Beginn der zu berechnenden Rente werden Entgeltpunkte nur für eine Zurechnungszeit berechnet und bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit werden für Beitragszeiten und Anrechnungszeiten, die nach Eintritt der hierfür maßgebenden Minderung der Erwerbsfähigkeit liegen, keine Entgeltpunkte ermittelt. Das heißt also, nach § 75 Absatz 1 SGB 6 werden ab dem Zeitpunkt der Erwerbsminderung, also dem Tag, wo der Leistungsfall eingetreten ist, nur noch Entgeltpunkte für eine Zurechnungszeit ermittelt. Diese Regelung ist für Sie gar kein Nachteil, sondern sogar ein Vorteil. Denn die Entgeltpunkteberechnung für die Zurechnungszeit hebt die Erwerbsminderungsrente der Höhe nach sehr häufig sehr deutlich an, weil der Berechnungszeitraum des Beginns und der Ende der Zurechnungszeit oft ein viel längerer ist, als wenn der Versicherte seine Entgeltpunkte bis zum Beginn der Erwerbsminderungsrente berechnet bekommen würde. Zeiten des Verdienstes, von Krankengeld, von Arbeitslosengeldbezug und so weiter, das ist aber alles nicht weg. Also da müssen Sie sich bitte keine Sorgen machen. Das erscheint zwar in der Rentenberechnung bei der Erwerbsminderungsrente nicht, aber in einer späteren Altersrente werden diese Zeiten sehr wohl wieder mit erfasst. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.